Dürfen wir Menschen wirklich alles tun, was wir wollen? Ist uns wirklich alles erlaubt? Darüber wollen wir heute nachdenken. Mit euch. Seid ihr dabei? Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nicht zur Macht haben über mich. 1. Korinther 6, Vers 12. Mit der Monatslosung für Mai 2024 begrüßen wir Sie und euch recht herzlich zu diesem Friedensgebet. Wir halten dieses Friedensgebet im Namen des Vaters, von dem allein der Frieden kommen kann. Und im Namen des Sohnes, der uns die Wege zum Frieden aufgezeigt und vorgelebt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns bestärkt in unseren beharrlichen Bemühungen um Frieden in der Welt. Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam um Frieden in der Welt beten und sich mit uns Gedanken zu Wegen zum Frieden in der Welt machen wollen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beten. Du gütiger, barmherziger und liebender Gott und Vater, als deine Kinder und in verschiedenen Religionen beten wir Menschen zu dir.
Du hast uns aufgegeben, so zu leben und zusammenzuarbeiten, dass dein Reich auf unsere Erde kommt. Mache uns zum Werkzeug deines Friedens, indem wir zum Wohle aller zusammenwirken. Sähe in uns deine Liebe zu allen Menschen aus. Nimm von uns den Geist der Spaltung und schenke uns Einigkeit in deiner Liebe. Nimm von uns die Dunkelheit des Hasses und den Geist der Feindseligkeit. Schaffe in uns Verständnis und gegenseitigen Respekt, ungeachtet der Unterschiede zwischen uns Menschen, Völkern und Religionen. Lass dein göttliches Licht in unserem Leben und im Leben aller Menschen, denen wir begegnen, sichtbar sein. Amen. Wir hören Worte aus dem 37. Psalm. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten und ist ihre Stärke in der Not. Amen. Gedanken zum Monatsspruch von Ulrike Labun. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Alles ist mir erlaubt. Dieser Satz scheint in unserer Gesellschaft gerade Hochkonjunktur zu haben. Es ist ein hohes Gut in unserer westlichen Gesellschaft, dass die Individualität so hoch gehängt wird. Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstverwirklichung. Jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, so zu sein, so zu glauben, wie es ihm entspricht. Das hat etwas mit der Würde jedes Einzelnen zu tun, so wie es im Grundgesetz lange schon verankert ist. Alles ist mir erlaubt, aber...
Ein positiver Satz, der Freiheit verspricht, der jedoch schnell nach hinten losgehen kann, wären da nicht die beiden Nebensätze. Sie erinnern uns daran, dass es nicht gut gehen kann, wenn der einzelne Mensch nach seinem eigenen Gutdünken handelt, ohne sich in ein höheres Ganzes eingebunden zu fühlen. Wenn die Frage nach dem Guten nicht gestellt wird, wenn das, was der einzelne Mensch tut, nicht auch den anderen und die anderen im Blick hat. Die Ausgewogenheit zwischen persönlicher Freiheit und der Freiheit des Gegenübers wird uns nicht in die Wiege gelegt. Sie muss gelernt sein, von klein auf. Und immer wieder in jeder neuen Situation neu erprobt werden. Denn jede neue Situation erfordert ein neues Ausloten. Wie also schafft man es, das richtige Gleichgewicht zu finden? Woher weiß man, dass die eigene Entscheidung dem Guten dient? Alles ist mir erlaubt. Die Reformpädagogin Maria Montessori tat zu ihrer Zeit alles, um Kindern die Möglichkeit zu geben, eigene und freie Entscheidungen treffen zu dürfen. Alles ist erlaubt. Das darf man gerne als ihr Motto bezeichnen. Du entscheidest selbst, was du wann tun willst. Mach ruhig Fehler. Probiere dich aus. Bis heute stehen Kindern in Montessori-Einrichtungen Räume zur Verfügung, in denen sie aus verschiedensten Materialien eigenständig auswählen können, entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihren Wünschen. Alles ist ihnen erlaubt. Ein grenzenloses Paradies also? Nein, denn ein Raum hat Grenzen. Und es sind genau diese Grenzen, die erst die Möglichkeit schaffen, freie Entscheidungen treffen zu können. Sich innerhalb eines Rahmens bewegen, der all das, was das gemeinsame Miteinander angeht, klar regelt. Tu, was du willst, aber störe die anderen dabei nicht. Nimm dir alles, was du brauchst, aber räume es hinterher wieder zurück. Mach das, was du willst, aber lass auch die anderen ihre Sachen in ihrem Rhythmus tun. Keine Freiheit also ohne Grenzen und Absprachen. Keine Freiheit ohne den Respekt vor der Freiheit des anderen. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, sagte der Philosoph Immanuel Kant. Und der Dichter Matthias Claudius, dessen aufgegangenen Mond viele Menschen des Abends besingen, formuliert es so: Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet. Das ist keine einfache Aufgabe, denn immer wieder gerät man ganz automatisch an die Grenzen der anderen. Also besser Entscheidungen aus dem Weg gehen, aus lauter Angst, es verkehrt zu machen? Dass das keine Lösung ist, hat Jesus vortrefflich vorgelebt. So vieles hat er getan, was Menschen zunächst vor den Kopf gestoßen und ihre Grenzen überschritten hat. Durch die Gegend ist er gezogen mit seiner Jüngerschaft, anstatt die Schreinerei seines Vaters zu übernehmen. Andere hat er angestiftet, ihre Familien zu verlassen, um mit ihm zu gehen. Am Sabbat hat er gearbeitet. Die alten Schriften hat er neu interpretiert. Viele Freiheiten hat er sich genommen. Aber sie haben zum Guten gedient. Sie haben ihn nicht in einen Rausch geführt, der über ihn Macht hatte, sondern er hat sich in den Dienst Gottes gestellt. Er lädt uns ein, dass auch wir uns in diesen Dienst stellen. Mit allem, was wir sind und haben, mit unserem Tun und Können, unseren Begabungen und unserer Freude an der eigenen Verwirklichung. Und auch mit unserem gelegentlichen Scheitern. Immer verbunden mit der Frage nach dem Guten. Wem dient das,
was ich mir herausnehme. So beschließt Matthias Claudius sein bekanntes Abendlied mit dem Satz: Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. So soll es sein. Amen. Gemeinsam wollen wir Fürbitte halten. Wir bitten für die Menschen in allen Kriegsgebieten weltweit, in der Ukraine, in Russland und im Nahen Osten. Gib du ihnen Kraft durchzuhalten und die Stärke, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen. Herr, erhöre unser Gebet. Wir bitten dich für alle Glaubenden unterschiedliche Religionen. Schenke ihnen die Einsicht, sich gegenseitig akzeptieren zu können, sodass sie ihren Glauben friedlich ausüben können. Herr, erhöre unser Gebet. Wir bitten dich für deine Gemeinden. Sende deinen Geist aus, damit sie zu einer Einheit zusammenwachsen können. Herr, erhöre unser Gebet. Wir bitten dich für uns selbst. Schenke uns ein reines Herz, um die Welt zu einem Ort des friedlichen Miteinanders werden zu lassen. Herr, erhöre unser Gebet. All unsere Bitten, Ängste, Sorgen und Nöte legen wir in deine Hände mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen. Guter und barmherziger Gott, wir alle sehen uns nach Frieden, nach deinem Frieden. Wir danken dir für deine Begleitung durch unser ganzes Leben, gestern, heute und morgen. Du stärkst und erhältst in uns die Hoffnung auf eine Welt, in der Frieden möglich ist und unter uns wohnen wird. Und so segne und behüte uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank, dass Sie diese Friedensandacht mit uns zusammen gefeiert haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben jetzt noch einen schönen Abend. Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.